Hallo, 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 Freunde. Und damit darf ich den Folge von Let's Play Resident Evil 7 Biohazard begrüßen. Wir müssen heute die Lampe finden, damit wir da oben reinkommen. Und ich wollte gerne nochmal ein Röhrchen speichern. Und ja. Video ohne VR, weil wie gesagt, wir haben vorher Brennstoff bekommen. Und diesen Brennstoff haben wir nicht zum Spaß bekommen. Mensch. Ach ja, es geht gut los. Ich habe ja gesagt, die Fotze ist nicht tot. Ich wusste es. Halt. Halt. Halt, 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 stopp. Darf ich hier rumlaufen, bevor du deine Rache holst? Kann ich hier ein bisschen rumwalken? Ich würde nämlich gerne kurz speichern. Und dann die Lampe aufheben. Ich denke, das geht. Ja. Bis jetzt. Fuck. Aber wir verlieren nicht wirklich Leben, ne? Hey, wir haben es geschafft. Bin happy. Weil sobald wir die Lampe aufgehoben haben, werden wir die Hölle auf Erden bekommen. Wum, 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 bye, 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 bye. Also, was haben wir denn so? Wir haben einmal flüssige Chemikalie und zweimal Kraut und keinmal Schießpulver. Gut, dann werden wir einfach nochmal das hier machen. Wir haben keine normale Mission mehr. Wir haben nur noch die starke. Oder was? Was sieht's denn aus hier? Okay, wir haben einmal die starke und einmal die schwache. Zehnmal. Und wir haben noch Flinten. Also, alles gut. So. Dann packe ich das mal hier rein. Das benutze ich ja nicht eh nie. Die zwei antiken Münzen. Wir nehmen mal den Skorpionschlüssel mit. Vielleicht brauchen wir den noch. Obwohl eigentlich nicht. Das Kraut noch rein. Obwohl, also wir finden noch eine Chemikalie. Ich nehme es doch mal mit. Wir können es noch wegschmeißen. Lassen wir erstmal so. Speichern! Ich muss demnächst mal ein paar Spiele bei mir löschen. So. Und dann heben wir die Lampe auf und dann wird alles schrecklich. Ich freue mich. So, speichert einfach. So. Aber wir können jetzt ja da den. Wir hätten eigentlich auch einfach den Weg durchgehen können. Na gut, Würmer, aber die kannten wir ja schon. Ach ja. Aber ich habe noch nie, ich glaube, doch, ich habe das allerhöchste, was ich bis jetzt auf einmal hintereinander aufgenommen habe, waren 3 Folgen. Jetzt aktuell nehme ich wieder 3 Folgen. Das ist jetzt auch die 3. Folge in Folge, die ich aufnehme. Ob ich dann auch noch weitermache, dann habe ich bis Dienstag Folgen. Ginge eigentlich, weil am Mittwoch muss ich nicht arbeiten. Das ginge theoretisch. Müssen wir schauen. Wisst ihr was? Wir haben es. Ich nehme das jetzt. So. Dann voll. 2 haben wir noch übrig. Alles gut. So, den Arm ist Tür. Ja, so. Gut. Das wollte ich nicht. So. War hier nicht vorher die Lampe? Bin ich doof? Hier war doch vorher noch. Lag hier nicht die Lampe? Lag hier nicht die Lampe? Ich dachte, ich hätte von oben die Lampe gesehen. Ach. Oder? Hä? Ich dachte, das hier wäre sie. Jetzt muss ich die Fotze auch noch suchen und irgendwie die Lampe abnehmen. Ach Mann. Ich dachte, ja, die liegt hier unten, weil die hier ist ja hier, die ist ja voll zu Schlamm geworden. Lampe liegt hier.
Was zum Teufel? Das ist neu. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. He washed my sins away. He taught me how to watch, fight and pray. Fight and pray. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. Wir sind am Wohnwagen. Hier fühle ich mich eben sicher. Ist die liebe Zoe denn da? Oh, happy day. Nee, Sensor, ist sie da? Ich würde die gerne mal sehen und so. Hallo? Zoe! Leider neue BH. Schade. Können wir uns dafür die antiken Münzen kaufen? Was ist denn das? Was ist da drin? Stabilisierer. Erhöht dauerhaft die Nachladegeschwindigkeit. Die antiken Münzen dafür hätten wir. Oder haben wir? Ach Quatsch, gehen wir mal weiter. Wir können noch starke Medizin machen. Jetzt gehen wir mal weiter. Was ist das eigentlich? Hallo Fuddy. Aber wenigstens sind wir. Ich weiß doch auch nicht, was ich noch sagen soll. Das sieht mir halt doch echt schon nach einem krassen Bosskampf aus. Hier. Aber nach der Folge muss ich aufhören. Obwohl nichts mit der VR war. Fickt mich trotzdem hart. Ohne Witz. Also, ne. Ach, dieses Spiel ist mir zu viel. Oh, wir kriegen ganz, ganz viel Kraut. Spaltmittel. Wir kriegen Dinge, die wir vorher nicht bekommen haben. Festbrennstoff. Mensch, warum könnten wir denn nur Festbrennstoff bekommen? Also, ich weiß es nicht, wisst ihr es? Wir haben kein Dietrich mehr. Mensch, 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 Mensch. Was könnte hier noch auf uns warten? Ich habe nicht die geringste Ahnung, warum wir so viele Items kriegen. Mensch, Mensch, Mensch. Das Spiel ist aber heute sehr, sehr, sehr lieb zu uns. Und das ohne irgendeinen erfindlichen Grund. Das ist toll. Was können wir denn mit dem Spaltmittel machen? Was macht man damit? Spaltmittel. Keine flüssige Chemikalie von anderen Objekten drin. Und oh, klingt zu goldmäßig. Ja gut, dann machen wir doch das hier. Und... Oh, Leute, werde mich hassen, aber... Na gut, wir haben jetzt genügend Arznei. Mehr Muni können wir nicht machen. Festbrennstoff da. Ja gut, okay, dann, Leute, müssen wir eben zurück zum Wohnwagen. Was einlagern. Die Schlüssel. Damit wir das Spaltmittel und das Ding benutzen und bla. Weil ich hätte gerne etwas mehr Brennstoff.
tatsächlich nicht mehr Muni, weil ich glaube, die werden wir in diesem Kampf so gut wie gar nicht brauchen. Weil ich das Spiel kenne. Das Spiel ist ein Hurensohn. Es kommt so zu dir, hey. Wir sind jetzt mal lieb. Wir sind jetzt mal ganz, ganz nett. Und geben dir so ganz, ganz viel tolle Dinge. Ne? Weil das Spiel ist ja so lieb zu uns. Deshalb gibt uns das Spiel ganz viele Dinge und diese Dinge gibt es uns halt aus einem Grund, weil gerade so Kampf kommen wird. So, jetzt können wir nämlich noch einmal Schießpulver machen. Das Kraut können wir eigentlich auch. Wir haben jetzt einmal. Obwohl, nehmen wir das Kraut mal mit. Vielleicht finden wir nochmal irgendwo mal die Schiene. Wer weiß. Aber wie gesagt, wir haben jetzt zwar. Wir haben jetzt zwar eigentlich schon sehr, sehr viel Brennstoff, aber. Ich wollte eigentlich noch speichern. Ja. Irgendwie habe ich so das Gefühl, der wird nicht reichen. Was ist das hier? Schatzfoto. Wenn wir damit dem Dietrich noch hin könnten, wäre das nicht schlecht. Das wäre recht nice. Leute, wisst ihr nicht, dass ich da überhaupt nicht runter will? So. Finde ich gerade echt so ein bisschen unkel, muss ich ehrlich sagen. So. Let's go on to a journey together. Let's look what we will find there. Na 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 na. What's up? Biatch. So. Ein Tor versperrt den Weg. Okay. Captain Obvious ist auch dabei. Muni kriegen wir auch. Hey. Na, ihr Süßen. Geht's euch gut? Ich hoffe doch. Okay. Ich frage mich jetzt halt gerade echt, warum gibt es diese Tür? Das hat einen Grund, Leute. In Video- oder zumindest in AAA und guten Videospielen hat meistens alles einen Grund. Auch diese Tür wird irgendeinen Grund haben, den wir noch nicht nachvollziehen können. Aua. Dann leben die noch. Ja. Aber Leute, keine Angst. Dieser Grund wird uns noch früh genug bewusst. Ach, da unten sind eine Reihe. Drecksviecher. Oh Leute, mehr Muni. Mehr Chemikalien. Ist dir irgendwie macht mich das nicht so glücklich. Ich meine, eigentlich soll es mich glücklich machen. Aber es macht mich nicht glücklich, dass wir noch Sachen kriegen. Ich will die Sachen nicht. Ich will heim. Man muss diese Frau wirklich sehr lieben. Kann ich verstehen. Ich habe auch jemanden, den ich... Ah! Mach dir nur keine Sorgen! Ich wollte gerade sagen, ich habe auch jemanden, den ich sehr liebe. Hab ich. Dich. Könnt ihr bitte nicht alles auf einmal kommen? Wirst du mich jetzt hier wohl aussehen? Das kriege ich hin. Hm.
Nimm doch mal. Oder jetzt nimm doch mal das Item, was ich haben will. Verpiss dich. Wie viel Leben wir kriegen. Wow, hi, 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 du. Mensch, du siehst gut aus. Verpiss dich bitte. Oh Gott, ist das eklig. Können wir die ein? Boah, Ike, du bist halt echt widerwärtig. Ich weiß echt nicht, wie der Mann mit dir zusammen sein konnte. Ich greife literally ihre Fotze an. Das ist toll. Das ist toll. Ey, der Boss ist cool. Der Boss ist cool. Das muss man sagen. Der Boss ist cool. Der macht Spaß. Nee, es macht Spaß. Ohne VR macht er noch mehr Spaß. Lalala. Ich bin so angespannt. Flintenmunition, okay. Das braucht auf jeden Fall die Flinte. Halt die Fresse. Du bist da. Denk nicht mal daran. Woran? Wo ist die? Stirbst du? Ist sie tot? Ist sie tot? Bleib doch einfach tot, okay? Die könnte echt tot sein. Fun Fact, die wird nicht tot bleiben. Das habe ich irgendwie so ein bisschen ein Gefühl. Ah, Leute. Leute. Ich muss sagen, diese vielen kleinen Bewegungen und alles, die funktionieren echt gut. Ich finde es süß, wie er sich immer wünscht, dass sie tot bleiben, aber irgendwie. Die bleiben das irgendwie nie. Finde ich übrigens gemein. So. Was wäre jetzt der klügere Weg? Ich glaube. Darunter. Ja. Ich depp. Ich meine, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, sie ist tot. Ich weiß, ich bin sehr optimistisch. Aber hey! Ich bin immer optimistisch. Und ich rede sehr wenig in dieser Folge. Und ich glaube, ich werde dahin. Weil ich möchte diesen Part hier wirklich fertig haben. Dass wir danach wieder. Dass wir danach wieder mit der Feuer spielen können. Oh, dieser Insektenpart, den hätte ich nicht hinbekommen mit der VR, das wäre nicht gegangen, das wäre einfach nicht gegangen, Leute. Wie gesagt, theoretisch würde das hier jetzt halt auch mit der VR gehen. Das, was gerade passiert, ist ja nicht schlimm. Auch wenn die extrem hässlich war, aber das mit der VR wäre halt auch nicht schlimm gewesen. Aber es gibt halt 24/7 die Möglichkeit, dass so ein Drecksviech kommt. Und wenn das halt dann mal der Fall ist, dann... Bin ich halt über alle Berge. Das ist by the way falsch. Fun Fact. Das geht doch nicht. Hier müssen wir. Warum seid ihr hier? Warum? Das ist doch jetzt egal. Ich wollte eigentlich nochmal speichern. Wisst ihr, ich speichere so gerne. Es macht viel Spaß zu speichern. Aber ich habe jetzt echt gedacht, dass es jetzt mehr passiert. So ein bisschen, aber. Deshalb würde ich jetzt eigentlich auch die Aufnahmefolge beenden. Aufnahmefolge vor allem. Wo ist denn das?
Ich weiß, wo das ist. Das ist da, wo wir das Dings gefunden haben. Aber wir haben keinen Dietrich. Ist egal, wir. Ich scheiß mal auf die Schätze. Wir können uns auch so Steroide danach kaufen. Ja. Okay, speichern und dann machen wir jetzt mal die Folge ein bisschen länger, weil ich. Oh, jetzt habe ich was überspeichert. Das wollte ich nicht. Ja, ich weiß, ich hätte es auch auf Nein klicken können, aber YOLO! Ja. Weil ich würde jetzt halt doch gerne. Ich will mal speichern. Ich dachte gerade. Oder ich bin jetzt gemein und komplett. Ich brauche halt auch die Folgen, weil wisst ihr, Resident ein Projekt täglich zu bringen und nebenbei nochmal zwei andere Personen, whatever, und zwei Jobs und Hilfe. Ist sehr viel auf einmal, ne? Daher beenden wir jetzt hier doch nochmal die Folge und dann gibt's den endlichen, endlosen, finally Endboss-Fight des Todes in der nächsten Folge. Daher, Kinder, wenn euch die Folge gefallen hat, einen Daumen nach oben und einen Kommentar, der Link zu Playlist des Projektes, zu meinem Kanal und zu wissen, die wir sie bei uns sehen, meine Endcard. Aus dem Schmierlinks in der Beschreibung. Euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Video. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Außer tschüss.